Bemannte Drohnen oder besser bekannt unter dem Begriff Drohnentaxi werden bei uns nicht so schnell zu sehen sein. Aber für den Einsatz bei Feuerwehr, Polizei, zum Teil auch privat, sind Drohnen zwar nicht bemannt, aber mit verschiedenen Geräten wie Wärmebildkamera, Suchscheinwerfer ausgestattet bereits im Einsatz. In Zukunft auch im Bezirk Bruckmürz-Zuschlag, denn die Stadtfeuerwehr Kindberg ist im Besitz einer solchen und wir waren bei einer der hauseigenen Einschulung dabei. Ja, grüß euch. Ich darf heute mal kurz vorstellen, unsere neue Einsatzdrohne vom Bereichsfeuerwehrverband Mürz-Zuschlag. In unserer Runde die ersten Piloten in dieser Klasse, wo sie darauf ausgebildet werden, dass wir eben in Zukunft die Feuerwehren im kompletten Umkreis unterstützen können bei Suchaktionen, Waldbränden und dementsprechend schwerwiegenden Einsatzfällen. Schon das Zusammenbauen der einzelnen Komponenten erfordert Wissen und Geschicklichkeit, denn im Einsatz bleibt oft nicht viel Zeit. So ist unbedingt eine umfangreiche Einschulung erforderlich. Wir haben im Paket ebenfalls ein aktives Radar angebaut, mit dem haben wir die Möglichkeit, Nachtflüge durchzuführen, wo unsere Drohne selbstständig ebenfalls Stromleitungen, Äste und dergleichen mit aufnimmt und die Hindernisse umfliegen kann. Zusätzlich ist rechts unten angebaut eine sehr leistungsstarke Kamera, was optisch bis zu 200-faches Zoom erreichen kann und zusätzlich ebenfalls ein Wärmebild für die Personensuche bzw. auch für praktikable und schnelle Brandbekämpfung. Aber nicht nur die Hardware zu beherrschen, sondern auch die Handhabung der Fernbedienungen bedarf viel Aufmerksamkeit in der Ausbildung, denn die Steuermöglichkeiten sind sehr umfangreich, die ja letztendlich auch die Ergebnisse für die Einsatzleitung liefern sollen. Warum sind hier eigentlich zwei Fernsteuerungen notwendig? Ich kann mit jeder Fernbedienung jede Funktion auch übernehmen, aber für den Einsatzfall empfehlenswert, einer betreibt die Drohne und einer hat die Hand über die Anbaugeräte, über die Kamera und über den Scheinwerfer und kann somit relativ flexibel arbeiten und es wird für jeden einzelnen Bediener um einiges einfacher, die ganze Sache. Ist der theoretische Teil der Ausbildung abgeschlossen, geht es, das Erlernte in die Praxis umzusetzen. Die Voraussetzung für die Feuerwehr Kindberg, den dafür passenden Ort zu finden, war nicht schwer. Denn die Modellfluggruppe Kindberg kann die idealen Bedingungen schaffen. Weil der Modellflugplatz den Artikel 16 hat, das heißt die Zulassung von der Austro-Kontrolle, ist hier gegeben und mit Bescheid. Und so können auch, trainiert auch die Landespolizeidirektion hier und auch, wie gesagt, die Feuerwehren und auch andere Institutionen. Der Modellflugplatz ist eigentlich geeignet dadurch, dass wir eine Höhe haben von 300 Meter im Umkreis von 500 Meter. Und das ist für das Drohnenfliegen speziell für die Übungszwecke hier bestens geeignet. Jeder Drohneneinsatz wird online bei der Austro-Kontroll gemeldet, um etwaige andere Flugbewegungen in diesem Bereich zu informieren. Für uns ist das ein idealer Platz, dass wir die Handhabung bzw. den Betrieb von unserem neuen Werkzeug üben können. Man sieht bereits auch da im Hintergrund, die Übertragung an die Einsatzleitung, wie das noch im Einsatzfall vor sich geht, wird ebenfalls mitbeübt. Der große Vorteil ist in diesem Areal, wo wir da beüben, wir haben alles Mögliche, wir haben Gebäude, wir haben Waldstücke, relativ weite Distanzen, auch, wo die Leistungsfähigkeit der Kamera einmal zeigen kann, wo es alles möglich ist mit unseren neuen technischen Mitteln, dass wir die Feuerwehren rundherum bestmöglich unterstützen können. Denn die Beobachtung aus der Vogelperspektive mit der Kamera, wahlweise auch mit Wärmebildunterstützung, ist eine enorme Hilfe für die Einsatzleitung. Wir haben zurzeit zu unserer Position eine Distanz von ca. 200 Meter. Die Möglichkeit durch die Kamera ist, dass man relativ rasch, ohne die Drohne zu bewegen,
unser Sichtbild heranziehen und somit da in weiterer Folge in einsatzvoll aus relativ weiten Distanzen die Lage sehr gut beurteilen können. Man sieht, ohne Bewegung der Drohne ist das Bild schon sehr fein. Man erkennt die Personen problemlos. Man kann bewerten, wie viele Leute das unterwegs sind. Ist enorm ausschlaggebend bei Suchaktionen im gebirgigen Gelände, auf freien Flächen, dass man relativ rasch ausfiltern kann, ob dort eine Person liegt, eine verletzte Person zu retten ist. Und die weitere Möglichkeit, was wir haben, wir können ebenfalls noch auf ein Infrarot- bzw. Wärmebild umschalten. Sieht man auf dem gleichen Bildschirm, wenn man die Fahrzeuge entlang der Straßen hinten, die was bereits seit über 20 Minuten stehen, ist die Wärmebildfunktion so fein, dass trotzdem noch die Restwärmen für die Räder bzw. für die Motoren wahrgenommen werden kann. Dementsprechend gut funktioniert das auch bei Personen, die was irgendwo auf einer freien Fläche oder in leicht bewaldetem Gebiet liegen, dass man dann unsere Rettungskräfte bzw. das Personal für die Personenrettung dort vorbringen können und auch über den Bildschirm leiten können. Eine große Hilfe ist auch der Suchscheinwerfer, da viele Einsätze nachts durchgeführt werden müssen. Aber bevor es soweit war, servierte Jörg, Mitglied des MFG Kindberg, Tee. Denn die Übung am 10. Jänner 2024 wurde bei Minusgraden durchgeführt. Es waren einige Stunden in ihrer Freizeit, die die künftigen Drohnenpiloten der Kindberger Feuerwehr verbracht haben, um die Aufgaben, die auf sie zukommen werden, auch meistern zu können und ihre Drohne nach einem erfolgreichen Einsatz unversehrt an den Startplatz zurückkehrt.